Ich bin sauer auf mich selbst, lass es raus in der Welt. Ja, ich bin sauer auf mich selbst, lass es raus in der Welt. Ich bin sauer auf mich selbst, lass es raus in der Welt. Ja, ich bin sauer auf mich, sauer auf mich, sauer auf mich. Ja, ich steh jeden zweiten Tag mit dem falschen Fuß auf. Direkt nach dem Erwachen bricht in mir kalte Wut aus. Negative Gedanken, die auch Sonnenstrahlen überschatten. Was soll ich dagegen machen? Was kostet gerade ein Lachen? Irgendwas in mir, das im Ungleichgewicht ist. Konstant auf der Suche nach einem Wunderheilmittel. Dachte lang, es wäre der Nummer 1 Titel. Die bunten Lichter leben für die Kunst, ist mein Schicksal. Der Pulsschlag des Dichters, der sich in ein kompliziertes Muster verstrickt hat. Bis vor kurzem war die Schuldfrage nicht klar. In seiner persönlichen Entwicklung ist eine zu geringe Geduldsspanne sichtbar. Was ist gut? Trust Issues führen zu Hass und Wut. Hab den Blues, Baton Rouge, gib dem Bild tiefe Passepartout. Sogar Menschen, die es gut mit mir meinen, mussten in letzter Zeit reihenweise in Ungnade fallen. Bomberclad, Sonderfahrt im Teufelskreis mit Monster Truck. Einmal durch die Hölle und dann pack ich vor der Kunstwerkstatt. Vendetta, wo nichts Böses ist. Rache üben, wo es nichts zu köpfen gibt. So aufs Problem fokussiert, dass man oft vorbei an der Lösung sieht. Sich so runterziehen lassen, dass man niemals höher fliegt. Ich krieg gar nichts mehr hin. Meine Hände so voll, weil ich so nah dran bin. Jetzt macht alles einen Sinn. Ich krieg gar nichts mehr hin. Meine Hände so feil, weil ich so nachtragen bin. Bin ich unzufrieden, weil ich gar nicht weiß, was ich will. Scroll ich meine Timeline runter und dislike jedes Bild. Mit meinen bösen Kommentaren werden Spalten gefüllt. Selbst Veganer wollen Beef, schmeißen Fleisch auf den Angewidert seh ich da im Spiegel den Mensch, pfui. Zeit mich neu zu ordnen, such mein inneres Feng Shui. Von allen guten Geistern verlassen gibt es kein Möbelrücken. Ich flüchte mit königlichen Ausreden vor bösen Blicken. Halte alle auf Distanz des Lebens im Boxkampf. Vom Täter zum Opfer, Typ Gamer zum Doktor. Der Dealer ist näher, der Tequila ist leer. Disziplin ist so schwer, wie ich zufriedener werd, hat mir niemand erklärt. Der Narzisst im Selbstgespräch denkt, ihm hört die ganze Welt zu. Vendetta, Trendsetter, permanenter Rachefeldzug. In Zeitlupe auf Feindbesuche, keine Ruhe. Verteile Schuldzuweisungen ohne Absender auf meiner Route. Vendetta, wo nichts Böses ist. Rache üben, wo es nichts zu köpfen gibt. So aufs Problem fokussiert, dass man oft vorbei an der Lösung sieht. Sich so runterziehen lassen, dass man niemals höher